willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Ja, bevor wir hier starten, diese Folge, kurz eine kleine Eigenwerbung. Und zwar würde ich mich erstmal bedanken bei euch für die ganzen Aufrufe auf meinem Kanal. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dienstags im Livestream mal reinschaut, hier auf der Bergmann auf Twitch TV. Dann dürft ihr natürlich auch gerne meine Social Media Kanäle einmal besuchen. Das Ganze unten drunter in der Videobeschreibung. Und worum soll es heute gehen? Wie ihr seht, fährt hier schon der Gator. Und zwar habe ich eine kleine Transportmission angenommen. So wie Mission vom Feld 3 müssen wir zum Abschluss bringen. Allerdings macht der Handel erst um 10 Uhr auf. Und bis dahin, da ich ein bisschen vorgespult habe die Nacht, werden wir Erntemaschinen an den Start bringen. Und mal schauen, was wir so noch reißen können heute in der Folge. Des Weiteren würde ich mich entschuldigen für den Montag. Ich habe es schon im Livestream gesagt, da kam keine Folge. Und zwar hat es mir da den Spielstand zerhauen. Und von daher ist die leider ausgefallen. Dann habe ich noch eine Sache, und zwar Bussimulator. Wenn der euch gefällt und wir diesen weiter im Kanal spielen wollen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das Ganze hier einmal unter das Video kurz kommentiert. Denn so sehe ich, ob ihr das möchtet oder nicht. Ansonsten wird das Projekt wahrscheinlich nicht viel länger laufen als so ein kleines Angezockt. So, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Und nun hauen wir uns das Intro rein. Bis gleich. Okay, dann werden wir jetzt einmal die Säcke aufladen. Boah, die sind denn doch schon ein bisschen größer hier. Kriegen wir hier 4 Säcke drauf. Oh, irgendwie wird das schon passen. Na nun komm, so. So. Sack fest. Sehr schön. Okay, prima. Und wo soll das Ganze hin? Moment. Bäckerei. Und da wir das Ganze hier mit Autodrive machen können, geht das relativ einfach. So, die Produktion Bäckerei. Wo ist die Bäckerei? Wartet. Das nicht die Bäckerei? Ne, doch, hier Bäckerei. 0 bis 4, was soll das? Okay. So. Heißt, wir müssen rein theoretisch wieder warten, um die Mission abzuschließen. Aber gut. So, ich würde sagen, wir lassen die Zeit mal 5 laufen. Beziehungsweise 15, dass wir relativ schnell auf 10 Uhr kommen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir auf unseren eigenen Feldern sind. Mit im Feldzustand. Denn ich glaube, dort können wir auch unsere Erntemaschine wieder anschmeißen.
Und wenn ihr bis zum Ende anbleibt, dann werden wir vorher noch was passieren, denn ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge. Das Ganze. So, mal gucken hier. Muss ich immer noch ein bisschen schauen hier hinten. Hier kenne ich mich noch nicht ganz so gut aus hier hinten. Aber die Bäckerei scheint hier vorne irgendwo gleich zu sein. Ah, hier so, glaube ich, oder? Ah, genau hier. Halt, genau, da können wir hier rüberfahren, reicht es? Nö, wäre jetzt auch zu grün gewesen. Aber gut, gucken wir mal. Und erfolgreich, sehr schön, abschließen, Geld kassieren. Prima, prima, prima. So, transportieren. Whiskyfässer. In der alten Brennerei zur Kirche. Aber ich glaube, Whiskyfässer können wir mit dem hier alleine nicht transportieren. Dann müssten wir auf dem Hof vorher. Waren wir falsch? Okay, super. dann müssten wir bestimmt den Anhänger holen. So, dann kriegen wir nämlich ein bisschen Geld noch zusammen. Für den Plan, den ich euch erst zum Ende des Videos offenbaren werde. Also bleibt schön dran. Ja, sollte ich heute ein bisschen leiser sein im Video, dann bitte ich das Ganze einmal zu entschuldigen, denn ich habe aktuell eine kranke Tochter zu Hause und da kann ich nicht ganz so normal reden. Ich hoffe, das geht mal durch. Wir könnten es für den Transport natürlich auch den Bus nehmen. So, Bus. So. Bus. Ja. So, dann nehmen wir mal an. Eine Brennerei. Aber da werden wir den Kollegen hier mit der Autodrive hinfahren lassen. Denn in der Zeit. Ja, Brennerei. So, jetzt können wir die Zeit schon mal runterfallen. Denn wir können beginnen, hier das Ganze wegzufahren. Beziehungsweise können wir das schon mal vorbereiten. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen hier erst das Silo schick. Bevor wir hier irgendwas anderes
bevor wir hier irgendwas anderes mit anfangen. Das Rohr hier ein bisschen entfernen, so. Und supi, supi, supi. Ja, nicht wundern, dass ich ein wenig ruhig bin, liebe Freunde. Denn Konzentration ist alles, das wisst ihr. Und von daher. Bitte ich das zu entschuldigen, sollte das der Fall sein. So, machen wir das erstmal. Dann müssen wir da noch halt nochmal zurück. Okay. Dann nehmen wir das andere für da mal. Warte mal, wir gucken eben mal. Servus. Hier, Servus, meiner. Servus. Was ist denn? Da hinten die Fässer, hä? So, dann machen wir schon mal Türen auf. Und das reinschmeißen können. Dankeschön. What, gute Whisky, Junge. Aber der schmeckt auch. Oh, nicht so doll. Nicht so doll schütteln. So, prima. Halt. Okay. Schön. X. Und wo soll der hin? Kirche. Das glaube ich doch nicht. Was sagt uns das? Die trinken an der Kirche. So, dann gucken wir mal, ob wir das als Verkaufsstelle haben. Kirche, hier, Tatsache. Los geht's. Und dann haben wir eine weitere Mission. Na, Ortsfreund. Das war nicht richtig. Dann probieren wir es nochmal. Glaubst du, es ist besser? Okay, prima. Gut, dann können wir hier unser Na, wo ist es? Ja. So, stimmt, das wird ja gar nicht angezeigt. Mein Fehler. So, dann können wir das hier wieder zusammenkoppeln. Okay. Das sollte soweit erstmal funktionieren. Bisschen hoch. So, okay. Dann haben wir das, dann haben wir das. Die Vorbereitungen stehen also. So, dann warten wir jetzt noch eben fix, bis die Kollegin hier. Hallo, servus. Bei der Kirchen ist. Und dann kommen wir zu dem Teil, den ich euch versprochen hatte. Oder haben wir hier noch eine Transportmission? Gucken wir mal eben fix. Nö. Dann schauen wir uns mal unsere Bilder an.
1, 2 und 4. Wie da der aktuelle Stand ist. So, und wie wir sehen, sind wir hier im hochgradig erntereif. Also wirklich, wir sind hier in der dunkelsten Linie. Hier noch nicht ganz. Das heißt, wir werden mit 1 und 2 natürlich anfangen zu ernten. Und das Ganze ist ja Weizen. Und wir werden das Ganze dann verarbeiten zu Saatgut. Das wiederum, haben wir ja im Stream festgestellt, müssen wir noch befüllen mit TTR oder so, wie hieß es? Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Wartet, BMR, TSR. Ihr wisst, was ich meine. Ja, da müssen wir erstmal jede Menge von kaufen. Aber auch das sollte nicht das Thema sein. Da können wir nämlich aktuell schon mal noch einen Traktor hinschicken. Wir holen bloß mal schnell das Fass. Denn alles andere wäre Blödsinn. Und die Frage ist, was machen wir mit dem Wasser hier drin? Ja. Natürlich ein bisschen bescheiden. Was machen wir mit dem Wasser? Okay, das müssen wir uns erstmal überlegen. Zur nächsten Folge würde ich vorschlagen. Aktuell hätte ich jetzt dafür keine Verwendung. Okay. Ja, der Kollege hier ist an der Kirche angekommen. Wir packen hier mal noch rückwärts. Nein. Kaufen das Ganze hier noch. Also, und es hier abpacken. Ach, leider ist es weit vorne. Sehr schön. Auch abgeben. Und dann machen wir das jetzt, was ich euch versprochen noch habe zum Abschluss. Wir gehen nochmal kurz in den Shop. Und zwar suchen wir uns einen neuen Drescher raus. Wir schauen erstmal, was wir für unseren alten noch bekommen. Wir haben aktuell 40.000 auf Cash. So, das heißt 40.000 und 50.000, 90.000 und das wird sich nicht ausgehen. Ach du Jemini. Nee, beim besten will nicht. Also ich hätte ja den hier genommen, aber da werden wir wohl noch ein bisschen sparen müssen, liebe Freunde. Gut, das soll es gewesen sein hier bei der Hof Bergmann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da oder ein Abo oder den einen oder wohlwollenden Kommentar. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Türhoft. Bis denn.